Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Ort, an dem wir beim letzten Mal eine kleine Frau vor einem großen Supermutanten beschützt haben. Und auch willkommen zurück zu, oder eher, willkommen zum ersten Mal zum Venom-Mod, zum verbesserten Texturen-Mod und zum Green-World-Mod und zum, die Liste wäre 20 Minuten lang, wenn ich sie in diesem Tempo vorlesen würde. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde und ihr macht euch euer eigenes Bild davon, während ich das Ganze ein wenig kommentiere, wie immer. Dieser Mod wird das Ganze auf jeden Fall extrem verändern. Wie man hier auch schon sieht, das finde ich erstmal ein richtig cooles Feature. Hier, die ganzen Sachen sind ein wenig zusammengedrückt, dass man jetzt nicht, ja, 8 Items auf einer Seite hat, sondern man hat wirklich jedes einzelne Item dann hier so klein zusammengepresst. Und sie haben eigene Modelle der Waffen, quasi echte Modelle, abfotografiert und sie hier als Bild reingestellt. Ich muss dazu sagen, ich finde diese Symbole irgendwie, die Standardsymbole lustiger, wo du diesen kleinen Fallout Boy dann siehst, der dann, ja, quasi zeigt, was für eine Waffe das dann ist. Dann hast du dann dieses kleine, lachende Männchen mit so einer riesigen Minigun. Das ist schon relativ lustig. Oh, shit. Oh shit, komm da raus. 5% Radioaktivität pro Sekunde. Ne, nicht 5%, aber 5 Radioaktivitätsdingen sind's. Keine Ahnung, was für ein Maß das sein soll. Auf jeden Fall gibt's hier so viel. Wir werden bestimmt tausende neue Waffen mindestens haben. Richtig viele Gegner. Und das Interessante daran ist, dass es nachts über auch tatsächlich schwieriger ist. Das gab es ja vorher nicht. Vorher war das ja nachts über genauso wie tagsüber. Sondern hier wird es tatsächlich richtig dunkel. Und es spawnen seltsame Kreaturen. Es laufen seltsame Kreaturen durch die Welt. Wen sehen wir denn da vorne? Bleib stehen, mein kleiner Freund! Allerdings sind ein paar Frame-Einbrüche, denen man mal Hallo sagen sollte, hier unterwegs. Hallo, mein kleiner Freund! Ich hab dich vermisst. Ach so, du willst immer noch nicht mit uns reden? Okay. Du bleibst trotzdem mein Partner im Herzen. Kein Problem. Wie ihr seht, ist jemand mit einer Gießkanne durchs Wasteland gelaufen. Also, das ist einer der Sachen, die sich verändert haben. Oh, und es gibt eine Menge neue Gegner. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Ich würde sagen, dass wir hier vorsichtig vorgehen, denn dieser Typ hat einen fetten Hammer. Die greifen dir bei jetzt einfach an. Weil ganz im Ernst. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen Quicksave machen, bevor die Action losgeht, aber das geht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ich lege mal hier unsere Beast-like Kronkorkenminie hin und bombardiere sie währenddessen mit ein paar Handgranaten, aber besser nur einzelnen, weil ich den nicht anvisieren kann. Weißt du was, denn interessiert? Ich gehe schnell wieder in Deckung. Was zur Hölle? Sturmgewehr, okay, Sturmgewehr. Oh shit, das könnte zum Problem werden. Werf sie! Das war überhaupt nicht weit. Okay, kein Problem, das kriegen wir alles hin. Werfen wir erstmal eine Granate und dann verschwinden wir wieder in die Deckung. Lauf! Super Mutantenbeast! Oh. Au! Und die Bluttexturen wurden ein wenig verändert. Das heißt, man sieht das jetzt auch, wenn wir Kugeln abkriegen. Verdammte Hacke! Werf einfach und dann geh wieder in Deckung. Alter, wenn wir das schaffen. Das wäre ja so unglaublich. Hol dir den Typ mit der Minigun. Oh shit. Oh. Extrem Glück gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, der wirft das dagegen. Dogmeat wäre jetzt hier gar nicht so, so schlecht. Das Problem wäre nur gewesen, wenn wir Dogmeat jetzt dabei hätten. Wir hätten keine Granaten werfen können. Und hier unser extrem heftiger Revolver. Und ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt mal diese Rüstung an. Denn die bringt ein wenig mehr. 6 an der Schadensschwelle dazu. Denn wir haben gerade schon einen Kampf, bei dem man vorsichtig sein sollte. Ich würde sagen, ne, wir knallen mit dem Jagdgewehr drauf. Das müsste am meisten Schaden machen bei hohen Panzerung. Okay, VATS. Und in sein Gesicht, wenn wir denn überhaupt getroffen hätten. Ich glaube, er kann uns hier gar nicht treffen. Aber jetzt langsam kann er uns treffen. Hol irgendwas raus. Die 44er Magnum. Boss Life. Oh yeah, das war unser erster Supermutant. War das nicht? Das war unser erster Supermutant. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Mod bringt so viel Action mit in das Ganze. Du musst endlich mal taktisch rangehen. Kannst du einfach nur reinrennen und ballerst alles über den Haufen.
Und Mr. Arschbacke da hinten macht einfach gar nichts. Das finde ich super. Dann holen wir doch mal einfach mal unsere Laserknarre raus. Denn da haben wir doch sowas von viel Munition. Und sprayen einfach mal ein bisschen in seine Richtung. Die Laserknarre ist ja mega schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber immerhin bringt sie ein wenig was. Was hat da gerade... Was schießt hier? Ach, da hinten. Da kämpft so ein Augenbot. Aber warum höre ich das hier vorne? Wir probieren einfach mal im VRTS den zu machen. Neu positionieren und zu sehen, wie ich nicht treffe. Komm schon! Das macht es... Das sieht gerade sehr spannend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo! Merkst du denn gar nichts? Oh, ich werde beschossen! Ohne Scheiß! Ins Gesicht! Dogmeat? Das ist wohl eine neue Lauftechnik, die ich vorher noch nicht sehen durfte. Jetzt sieht sie wieder normal aus. Wo rennt Dogmeat hin? Oh, wir haben immer noch Gegner hier. Zumindest Leute, die uns gesehen haben. Ich hoffe mal keine Supermutanten mehr, denn die halten mir echt zu viel aus. Da hole ich auch direkt schon mal unsere Kaliberwaffe hier raus. Unsere 32 Kaliberwaffe. Nachdem wir uns hier erfolgreich angeschlichen haben, muss ich sagen, dass die Typen eine ganze Menge dabei haben. Und ich werde das Ganze gar nicht tragen können. Ich werde mal ganz kurz was zusammenreppen. Obwohl, wir tun diese Rüstung jetzt weg. Wir haben jetzt diese Talon-Kampfrüstung von den Kopfgeldjägern bekommen, die uns da angegriffen haben. Und ganz ehrlich, die 15 an Gewicht können wir uns ja echt sparen. Wir können es ja eventuell später abholen, wenn wir den Platz dazu noch finden. Was haben wir? Zweimal eine Minigun? Können wir die reparieren? Denn zweimal kann ich die definitiv nicht tragen. Probieren wir es mal. Und der Typ hat ein ziemlich rotes Gesicht. Wir können sie nicht reparieren. Okay, ich würde sagen, wir lassen eine hier liegen und benutzen erstmal die eine. Wenn wir die hier überhaupt benutzen können. Alter, die Sonnenbrille. Es wird... Ja, da sieht man mal wieder die Genialität von Venomod. Ganz ehrlich, wenn man eine Sonnenbrille aufzieht, wird es ein wenig dunkler. Das ist einfach so. Ich würde mal sagen, hier den Benzintank schmeißen wir einfach mal weg. Denn der Baseballhandschuh bringt leicht brutal viel, wenn ich das mal so sagen darf. Darf ich bestimmt, oder? Darf ich das? Das ist sehr nett von euch. So, dann schmeiße ich mal das Ding weg. Nur für kurze Zeit natürlich. Nur ganz, ganz, ganz kurz. Jetzt müssen wir noch irgendwas loswerden. Das wiegt 2. Und gucken wir mal, was können wir noch loswerden. Ledergürtel. Nee, bringt zu viel. Dafür, dass es so wenig wirkt. Wiegt, meine ich. Das bringt zu wenig. Definitiv. Das bringt noch wenig. Lunchbox bringt jetzt eine ganze Menge. Die ganzen Sachen sind auch neu zusammengewürfelt worden vom Preis her und alles. Das ist... Ich liebe diesen Mod jetzt schon. Auch wenn wir quasi noch gar nichts damit gemacht haben. Okay, das bringt auch nicht so ganz viel. Ich würde einfach mal sagen, wir fressen ein paar Nudeln und trinken 2 Nuka-Colas. Problem gelöst. Problem gelöst. Aber wir werden leider immer noch verfolgt. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst. Ist das Ding in Schuss? Nee, eigentlich ist das Ding gar nicht in Schuss. Und der Typ ist da runtergefallen. Das heißt, wir können ihn schlecht looten. Ich würde sagen, wir lassen den. Denn das Wasser ist ja höchst radioaktiv. Ich leg mal diesen Hammer zu den Oh, Dogmeat, bist du gekommen, um mich zu retten? Denn wir müssen ja gleich eh nochmal hierhin wegen dieser Minigun, die sehr geil texturt ist, muss ich sagen. Denn das wurde auch... Gibt's auch ein Mod für. Was nur doof ist, ist, dass dieser Tank gar nicht an der Waffe hängt. Denn ich musste ein bisschen rumexperimentieren an dem Mod, denn die neuen Versionen funktionieren irgendwie nicht mehr von dem Mod. Dogmeat, würdest du eventuell? Nein, schade. Ich hätte gern mit dir zusammengearbeitet, Dogmeat, aber anscheinend haben sich unsere Wege wirklich getrennt. Warum wohl? Eigentlich bist du gestorben. Oh, Meyerlurks. Da vorne, die Krebsmenschen. Ich leg mal die Waffe weg, damit wir uns ein wenig schneller nach vorne bewegen können. Oh, shit. Oh, fuck, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Okay, Notplanung, 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 Notplanung. Erstmal Zeitstopp-Modus. Und jetzt legen wir einfach ein paar Minen, gehen einen Schritt nach hinten, legen noch eine Mine.
und holen unsere heftige 44er Magnum Killer Knarre raus. Komm her, kleiner Mann. Ja, komm. Ich weiß, dass du's... Alter, der kriegt kaum Schaden. Der kriegt kaum Schaden. Der hatte doch eben mehr Schaden, als er das jetzt hat. Alter. Die 44er Magnum ist ja voll der Boss. Die müssen wir eventuell mal reparieren. Ja, wie kommt man am besten mit Meyerlurks klar? Ich würde mal sagen so, oder? Schnappen wir uns das. Blut. Okay. Das könnten wir, glaube ich, ganz gut... Ne, trinken wir einfach nochmal eine Nuka-Cola. Müssen wir, genau, auf 8 haben. Wir können uns wieder bewegen. Die 44er Magnum ist nicht wirklich in einem guten Zustand. Wie man sieht, nach dem Nachladen müssen wir nochmal den Lauf überprüfen. Oh, eher die Trommel, nicht den Lauf. Und eine Sache möchte ich euch auch noch zeigen, das ist unglaublich. Erstmal, dass das Wasteland jetzt ein wenig interessanter aussieht und ein paar Frame-Anbrüche da sind. Das heißt, ich nächste Mal tatsächlich nicht alle Programme laufen lassen kann, die ich laufen lassen will, weil ich sonst auf 120 Frames komme oder so. Sondern vielleicht mal ein bisschen runterschrauben. Könnte bei 80 Mods auch mal passieren, ne? Wenn übrigens einer will, dass ich die Mods poste, kein Problem. Mache ich. Wird aber eine ewig lange Liste. Und der Typ hier ist fast tot. Und der hat ehrlich gesagt mehr Leben, wenn wir in VATS gehen. Ins Zielsystem, was wir eingebaut haben, da wir bestimmt ein Cyborg sind. Als wenn das nicht ist. Und zwar das geile Feature ist, dass hier das neue, erstmal neue Gegner spawnen und an besuchten Plätzen nochmal neue komplett Gegner spawnen. Und ich gehe direkt in den Zielmodus, weil ich glaube, dass das Spiel abgestürzt ist. Tja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in Aufnahme Nummer 2, wenn es überhaupt noch aufnimmt. Haut rein. Und da sind wir wieder. Leider ist der Mod tatsächlich abgestürzt und es gab keinen Speicherpunkt. Und hier gab es diesmal leider ein paar mehr Sachen zu erledigen. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5 da hinten. Porno Klaus persönlich. Und ich fange aus dem Grund ab hier an aufzunehmen. Denn es gibt hier ein paar Waffen, die gab es vorher nicht und... Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt das quasi ohne euch machen und nachher dann erzählen, ja, das und das ist dazugekommen. Ihr sagt dann irgendwie, hä? Was schlabert der? Und ja, ich habe probiert, so wenig wie möglich zu verwenden. Allerdings musste ich so viel von meinem Jagdgewehr wegballern. Leider wird das Spiel ein wenig instabil, wenn man so viele Mods verwendet. Wem kann man es verübeln, ha? Wem kann man es verübeln? Aber... Die haben beide... Ach nee, der Typ hatte nur Hundefleisch dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Stimmt nicht. Der hatte wirklich nur Hundefleisch. Okay, wir sind leicht überlastet. Was der Grund ist, warum wir so krank schnell hier unterwegs sind. Und Dogmeat habe ich diesmal in diesem Anlauf, nicht in dieser Aufnahme, nicht gesehen. Der Typ hatte nur ein Nagelbrett. Ja, ist ja der Schrecken des Ödlands, der Typ hier. So, ich würde sagen, ich hätte mich vorher umziehen können. Da ich das nicht habe, brauche ich das jetzt auch nicht. Die Lederrüstung lasse ich einmal gerade hier liegen. Und jetzt gucke ich nochmal, wenn ich es immer schaffe, da ordentlich drauf zu klicken. Ob ich irgendwas reparieren kann? Nein, kann ich nicht. Ist jetzt die Frage, wie schleppen wir das alles mit? Okay, von eben den Benzintank, den haben wir weggetan. Das Serpentin haben wir weggetan. Jetzt müssen wir mal gucken, was noch eine ganze Menge wiegt. Also wir müssen auf jeden Fall noch eine Gatling Gun wegtun, das ist schon mal klar. Und Alter, irgendeiner ballert hier. Ich würde sagen, ich lasse einfach mal für eine Zeit das Meyerlurk-Fleisch hier liegen. Und eine Gatling Gun. Wo ist die Gatling Gun hin? Da vorne, okay. Das heißt, dann haben wir das hier, machen einen kleinen Quicksave, falls nochmal irgendwas passiert. Und ich würde sagen, wir bewegen uns einfach mal zurück in Richtung Megaton. Vorsichtig spricht man da natürlich. Damit wir in der Lage sind, unsere Minigun rauszuholen. Nein, damit wir in der Lage sind, erstmal ein paar Sachen zu verstauen. Und mehr Zeugs mitzuschleppen. Denn im Moment, ja. Es wird eine massive Fülle an Waffen auf uns reinhageln. Es wird nicht mehr lange dauern. Und ich bin, glaube ich, leicht verletzt an der Innenseite meiner Hand. So wie ich das sehe. Oh shit, die beiden, die Typen hier werden von Meyerlurks angegriffen. Nein, verdammt, einer ist unten. Helf ihn, aber ich bin so langsam.
Hallo. Noch mich. Du Feigling, hör, was willst du, feige Sau? Kann ich seinen Kopf anvisieren? Kann ich überhaupt irgendwas anvisieren? Ja, perfekt. Eliminiere ihn und rette ihn. Dreh deinen Kopf zu mir. Oh, oh, das war knapp. Du kannst aufhören zu schießen. Schön, dass du noch so viel Munition im Boden gerattert hast. Ich würde sagen, das Ding nehmen wir mit, denn das scheint viel wert zu sein. Und das eine Ding kann ich auch mitnehmen. Ja, tut mir leid um deinen Freund, ganz ehrlich. Aber ihr solltet besser zusammenarbeiten. Mit einem Messer greift er einen Meyer-Lurk an. Okay, und hier sind wir überhaupt nicht knapp gekleidet. Da bin ich ja sehr froh. Und was haben wir da für Augen? Ah, also wir sehen ganz wirklich sehr romantisch aus. Blutunterlaufene Augen. Ich würde sagen, ab jetzt sind wir ein wenig vorsichtig und hauen uns mal ein paar Stimpaks rein. Oder einfach mal wie ein bisschen Fallobst oder so. Vielleicht kriegen wir damit unsere Leben ja auch hoch. Meyer-Lurk-Fleisch können wir auch essen. Müssen wir uns nur bald mal wieder der Radioaktivität entbinden. Und ich würde euch gern zeigen, was hier drin sind. Und zwar kann ich euch da so ein kleines bisschen verraten. Da dürften wieder eine ganze Menge Raiders drin sein. Denn dieser... Oh. Dieser Oh-Shit-Mod. Oh, wen haben wir denn da hinten? Wer kommt denn da angeschlichen? Nee. Und wir brauchen wieder Kaliber 32 Munition, ganz ehrlich. Ich habe eine Idee, ich habe eine bessere Idee. Mein kleiner Freund. Obwohl, wäre eine Panzerfaust ohne Munition nicht leicht untertrieben? Ich würde ja übertrieben sagen. Wäre ja auch irgendwie übertrieben, wenn wir dann Munition hätten. Ich habe eine Idee. Wir machen den hier. Eventuell taucht die Mine auch auf. Wo ist denn die Mine? Ich lasse ihn hier reinlaufen. Hallo. Lauf hier zu mir bitte. Und ihr sollt nicht hier hinlaufen. Ach, ihr seid Idioten. Ja, super. Den hat's voll auseinandergefetzt. Und der greift ihn mit dem Hammer an. Ich muss erstmal sein Gesicht sehen, bevor ich ihm helfen kann. Ihr habt's auch echt eilig mit dem Stern. Okay, mein 5,5 Kaliber Gewehr scheint überhaupt nicht zu sein. Wir müssen ihn jetzt retten, ansonsten ist der geliefert. Boah, hast du ein Glück, Kollege. Ja, das wäre hiermit erledigt. Du hast dich richtig toll getan. Du bist der Held des Tages. Wenn jetzt diese Minen in die Luft gehen, ne? Okay, mein Plan wäre gewesen, den Meyer-Lurk hier hinzulocken, denn dieses Auto ist noch nicht explodiert. Heißt, wäre er in die Minen gerannt, würde er explodieren. Und ich denke mal, dass er auch nicht mehr so ganz lange aushalten wird, wenn seine Kollegen dann doch so massakriert wurden. Durch jemanden, den ich angelockt habe. Tja. Leider, ne? Wo war die Mine hier? Hier war irgendwo eine Mine. Ah, die Schwachsinnsmine, die ich gar nicht hätte deployen müssen. Und ich würde sagen, wir entfernen uns mal vom Wasser, denn ganz im Ernst, Meyer-Lurks schlucken mir dann doch ein wenig zu viel Munition. Bewegen uns einfach weiter. Diese heutige Episode wird übrigens ein wenig länger, weil das Ganze abgeschmiert ist. Das, was heißt, dauert ein wenig länger. Wird ein wenig länger. Ich zwing euch ja nicht, euch das anzuschauen. Also hier hat wirklich einer saubere Arbeit mit der Gießkanne geleistet, ne? Den ganzen Boden wieder fruchtbar gemacht. Und ich würde sagen, genau deswegen. Genau deswegen. Ich höre hier gerade einen mit einer Gatling-Lasermaschinengewehr-Dingensens hier rumballern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir... Weil die scheinen ja im Kampf zu sein. Ob wir davon... Ja, ob wir... Mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein. Ob wir diese Situation nutzen sollten und den Typen eliminieren sollten und uns das selber schnappen sollten, auch wenn wir es gar nicht tragen können. Oder ob wir uns jetzt einfach entfernen sollten. Ich würde sagen, das lässt uns der Quicksave mal die Entscheidung ein wenig leichter machen. Lassen wir uns vom Quicksave die Entscheidung ein wenig leichter machen. So. Wo zur Hölle? Okay, hier vorne müsste er direkt sein. Das ist ein Feind. Ich tippe auf einen Supermutanten, weil ich glaube nicht, dass sonst irgendwas so ein fettes Ding tragen kann. Oh shit! Das ist jetzt ein ziemliches Easter Egg aufs Ende. Ein Soldat der Enklave? Was machen die denn hier? Ist da schon einer gestorben? Oh shit! Verdammt, 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 verdammt! Lauf, Alter! Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Wir kommen am besten später zu diesem Ort zurück. Hoffentlich ballert er nicht auf uns.
Mit denen können wir uns nicht anlegen, denn jeder der Enklave, so gut wie jeder, hat eine Powerrüstung. Und gegen eine Powerrüstung können wir zu diesem Zeitpunkt leider nichts machen. Warum ballert der denn so? Hier ist doch sonst nichts außer er. Jetzt haben wir hier einen Jäger. Ah, perfekt. Er hat unser Jagdgewehr erstmal und ein wenig Munition und sonderbares Fleisch. Ja, lecker. Er ist beschäftigt mit einer Ameise. Okay. Ach, das sind diese riesigen Riesen-Ameisenwächter. Was? Oh, shit. Ich würde mal sagen, da halten wir uns raus. Ich glaube, es riecht nach einer Power-Armor für uns. Außer der Typ ist so übertrieben und schafft das jetzt noch. Ich würde mal sagen, wir holen unsere Jagdflinte mal ganz schnell hier raus. Ich würde ja gern unserer menschlichen Rasse hier helfen, aber ganz im Ernst, das geht einfach nicht. Ja, der Soldat hat ausgedient. Er wurde sogar geköpft. Ich hatte von denen jetzt nichts gesehen. Die Ameise, kein Problem. Der Yaogwai alleine, eventuell. Aber wir sollten es nicht übertreiben. Wir wissen, wo er liegt. Wir haben sowieso keinen Platz, eine Power-Armor zu tragen. Ich schätze mindestens auf 25 Kilogramm. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mindestens darauf. Und wir können wirklich, sagen wir mal, nicht mehr als 5 jetzt noch tragen. Und ich hoffe mal, wir kommen jetzt nach Megaton. Ich hau einfach mal ab und zu auf Quicksave drauf, weil eigentlich stürzt es nicht ab, aber während der Aufnahme ist das Ganze dann ja nochmal ein wenig mehr unter Druck gesetzt. Ich werde übrigens noch einen weiteren Mod installieren, und zwar Living Wasteland, denn dann fahren wie bescheuert Karawanen durch die Gegend, dem man sich auch anschließen kann. Und da oben steht eine Wache, was ich sehr gut finde. Hat die auch eine Waffe? Sie! Was hat sie denn für eine Waffe? Besser nicht anzoomen. Wir haben es geschafft, Mann. Was zu essen? Nee, zu essen brauche ich nichts. Ich bräuchte ein bisschen Platz. Das wäre schon mal ganz schön. Oh. Oh, was ist denn hier passiert? Tja, Megaton in der vollen Blüte. Ich würde sagen, wir bewegen uns als erstes mal in unser Haus und legen ein paar Sachen ab, für die wir keine Muni haben und was weiß ich noch alles. Denn wir haben echt viel zu viel dabei. Ah, da ist wieder... Kannst du uns bitte einen Witz erzählen? Was darf es denn sein? Nach dieser harten Reise würde ich sehr gerne einen Witz hören. Unterhalten sich zwei Magnete. Sagt der eine, du, ich weiß nicht so recht, was ich heute anziehen soll. Ah, dumm. Der war so episch, das geht gar nicht. Hast du jetzt was zu trinken? Ich bin... Nee, seine meine Feuchtigkeitsgenerator müssen noch aufgeladen werden. Natürlich müssen deine Feuchtigkeitsgeneratoren noch aufgeladen werden. Was auch sonst? So, den 32er Revolver, ganz im Ernst, den nehme ich jetzt mit und verkaufe den beim nächsten Händler. Das bringt gar nichts. So, was haben wir denn hier? 40 Splitterminen! Ich dachte, wir hätten noch so, was weiß ich, 6 im Schrank oder so. 40! Das wird das ganze Abenteuer ein wenig vereinfachen, muss ich dazu sagen. Ich würde sagen, die beiden Sachen tun wir mal hier in den Schrank, denn ein ganz normales Sturmgewehr mit 5,56 mm werden wir sehr oft brauchen und die Ersatzteile im Schrank zu haben, wird da, glaube ich, sehr gut sein. In Vorschlaghammer können wir da auch rein tun. Was ist Pulver und Hülsen? Brauchen wir bestimmt später für zukünftige Berufe in diese Mods, die es sonst nicht gibt halt. Das Jagdgewehr brauchen wir nur einmal. Sollen wir die Minigun mit... Ich würde sagen, die Minigun lassen wir hier, oder? Das wäre natürlich jetzt schon riskant, aber ich würde gerne die andere Minigun auch noch holen. Lassen wir uns einfach mal Zeit, uns das bis zur nächsten Episode zu überlegen. Dann den Raketenwerfer tun wir da rein, bis wir Munition haben. Die Kampfflinte haben wir leider auch nichts für. Sniper haben wir schon lange nichts mehr für. Die 10mm brauchen wir eigentlich nicht. Tun wir die auch mal da mit rein, weil wir haben ja die SMG und die Munition davon wird sowieso ein bisschen knapp. Ja, dann gucken wir mal bei der Kleidung. Kleidung, genau. Tun wir am besten mal unseren jetzigen Voltanzug. Sollen wir unseren Voltanzug da rein tun? Wir lassen die Kampfrüstung noch ein wenig hier. Oder sollen wir die direkt am Anfang anziehen? Weil am Anfang wäre es ja eigentlich sinniger, diese Rüstung anzuziehen, weil die halt mehr bringt. Ich würde sagen, wir ziehen erst die Rüstung an, obwohl die wiegt weniger.
wir nehmen trotzdem die, okay? Und ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns einfach mal bei der nächsten Episode. Beim Sammeln. Beim Sammelanfang. Kann ich auch gerne rausschneiden. Und dann schauen wir uns weiter ein wenig diesen Mod an und sehen uns wieder bei Fallout 3. Ciao!